Was geht, Momo hier? Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute sprechen wir über Tee. Um genau zu sein, über Teekultur und eine Maschine, die für euer Heim oder Büro das verspricht, was etwa ein Kaffeevollautomat schon seit Jahren bietet. Und zwar reproduzierbar immer wieder gleich guten, in diesem Fall Teegenuss. Wenn ihr wie ich seid und eher Tee als Kaffee trinkt, dann habt ihr sicher schon folgende Situation erlebt. Ihr habt euch euren Lieblingstee aufgegossen, schlendert zu eurem Arbeitsplatz, sippt schon mal an eurem Tee, nur um festzustellen, dass er noch etwas braucht oder vielleicht immer noch zu heiß ist. Dann arbeitet ihr einfach weiter und das nächste Mal, wenn ihr dann den Tee trinken möchtet, ist er entweder zu lange gezogen oder im Worst Case schon kalt und zu lange gezogen. Ärgerlich, und das dachte sich auch Avery, die in diesem Fall mit ihrer patentierten Teemaschine, den Avery One, sich zur Aufgabe genommen haben, Teegenuss und Erlebnis in einer modernen und einfachen Erfahrung zu liefern. Der Avery One ist die Maschine, die euch erlaubt, immer wieder perfekten Tee zu genießen, und das funktioniert mit den eigenen Tees. Die kommen in Kapselform in den Avery One. Die Maschine erkennt dabei automatisch die nötige Brühzeit und die eingelegte Teesorte und bereitet ihn in der Brühgruppe dann automatisch vor. Nach Ablauf der Zeit kommt der Tee dann perfekt aufgegossen in eure Tasse und die Kapsel verschwindet im Auffangbehälter bis zur nächsten Entleerung. Was im Lieferumfang des Avery One so alles mitkommt, das habt ihr vielleicht in meinem Unboxing und Ersteindruck schon gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das natürlich in der Infobox. Kurz zusammengefasst, die Maschine selbst ist dabei, eine Auswahl an Tees zum Probieren, ein Wasserfilter, Bedienungsanleitung und eine vorfrankierte Rücksendetasche für die benutzten Teekapseln. Und ihr denkt euch, warum sollte ich die Teekapseln zurücksenden? Avery hat sich Nachhaltigkeit groß geschrieben und die Teekapseln selbst sind schon aus recyceltem Material und ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr eure benutzten Teekapseln zurücksendet, dass daraus gleichwertiges Material entstehen kann. Das ist ein innovativer Ansatz, den ich bis jetzt noch nie bei so Teemaschinen gehört habe. So eine Teemaschine in diesem Style mit der Funktion, die dann auch so stylisch einfach auch aussieht, habe ich selbst noch nie gesehen. Die Maschine selbst ist einfach zu bedienen und das Tee zubereiten funktioniert wunderbar. Avery hat darum noch ein Ökosystem an Produkten aufgebaut. Im Sortiment könnt ihr zusätzlich Wasserfilter kaufen, die euch die Langlebigkeit eurer Maschine garantieren und aus dem Wasser Verunreinigungen entfernen sollen. Ihr habt im Shop auch noch die Möglichkeiten, Tassen, Löffel, verschiedene Zuckerarten zu kaufen und habt eine schier unendliche Auswahl an Teesorten. Schmecken tun diese Tees alle. Ich habe in meiner Testzeit jetzt einige probieren können und meine Favoriten, die dabei herausgestochen sind, sind einmal der Premium Darjeeling, die Milky Favorite Sorte und Bitter Orange. Den Premium Darjeeling, den hatte ich nur in der Probierbox drin. Mir hat aber sehr gefallen, dass er mich so an einem türkischen Chai erinnert hat. Er hat sehr gut geschmeckt und ich hatte direkt das Gefühl, in einem türkischen Café oder in einer Dönerbude zu sein. Das ist eine Sorte, die ich definitiv nachbestellen werde, weil ein guter Schwarztee ist immer ein Muss. Milky Favorite hat mir auch sehr gut gefallen, denn meine Wurzeln sind in Westafrika und dort trinken wir auch gerne Schwarztee mit Milch und dieser Tee kommt dem schon sehr nah und das auch, obwohl hier keine Milch drin ist, also sehr lecker. Grüntees habe ich leider nicht viele gehabt. Ich habe hier einmal Ginger Lemon getrunken, der war okay, und halt auch Mango Moringa, das war eher so ein Kräutertee, die waren auch eher okay, aber in meine Favoriten haben die beiden es leider nicht geschafft, deswegen muss ich von dieser Art Tees noch mehr bestellen und testen. Bei den fruchtigen und würzigen Tees bin ich bei Bitter Orange hängen geblieben und ich mag auch den würzigen Merry Apple, der war sehr, sehr lecker, aber Bitter Orange bleibt mein Favorit bis jetzt. Ich freue mich schon, wie gesagt, neue Tees zu probieren und habe schon meine erste Order wieder rausgegeben. Für jeden Geschmack wird auf jeden Fall was dabei sein. Ich war sehr positiv davon überrascht, dass man einen gut gebrühten Tee auch noch dann genießen kann, wenn man ihn auch mal beim Arbeiten vergessen hat und er doch dann schon kälter ist, denn die Avery One zubereiteten Tees lassen sich auch kalt ganz gut genießen. Was ich mir wünschen würde, ist aber, dass man aus der Maschine einfach heißes Wasser ausgeben könnte. So hat man jetzt
ein extra Gerät hier stehen und ich würde mir gern einen Wasserkocher dann sparen. Aber an einen Wasserkocher kommt ihr auch so oder so nicht vorbei, falls ihr viele Tees für eine größere Gruppe zubereiten möchtet. Der Everyone gibt nämlich nur einzelnen Tees aus, was ab 3 Personen und je nach Brühzeit schon zu einem Problem werden kann. Die Qualität der Maschine ist aber trotzdem auf dem ersten Blick sehr gut. Designsprache überzeugt, das Konzept ist ansprechend und die Maschine lässt sich auch via App steuern. Was mir aber nicht gefällt, ist die Tatsache, dass der Wassertank so aus Plastik ist und der Deckel auch sehr günstig wirkt. Hier hatte ich in meinem Unboxing schon gesagt, dass mir lieber wäre, eine Gummilamelle im Deckel zu haben und dass der Behälter irgendwie aus Glas wäre. Aluminium an sich hätte das ganze Gehäuse auch ein bisschen mehr vertragen können. Und abgesehen von der Abtropfschale ist hier alles aus Plastik. Es ist zwar ein hochwertiges Plastik, aber Plastik bleibt eben nun mal Plastik. Die App selbst ist aufgeräumt und schön. Hier könnt ihr im Shop nach neuen Teesorten shoppen, den Verbrauch einsehen, die Maschine auf den neuesten Stand aktualisieren und auch ganz gemütlich Tee remote brühen lassen, falls ihr eine Kapsel schon eingelegt habt. Wenn der Tee dann brüht, habt ihr die Möglichkeit zu sehen, wie lange der Tee dann auch noch braucht. Dadurch, dass hier nur Bluetooth verbaut ist, habt ihr aber nur die Möglichkeit, Tee remote zu brühen, wenn ihr in der unmittelbaren Nähe des Geräts seid. Und sonst hätte ich mir gewünscht, dass man auch vielleicht, wenn das Ganze mit dem Internet verbunden ist, einen Zeitplan für den nächsten Tee am kommenden Morgen vorbereiten könnte. Das wäre natürlich auch sehr clever. Beim Einschalten des Geräts müsstet ihr immer nur darauf achten, dass ihr der Maschine auch einen Moment gebt, bevor ihr die Kapseln einwirft, weil die Kapsel sonst direkt in den Auffangbehälter fällt. Reinigung der Maschine ist auch sehr einfach. Die Behälter lassen sich ganz einfach zerteilen und gründlich reinigen. Zum Reinigen der Schläuche und der Brühgruppe gibt es extra Reinigungskapseln, die ihr dann aber auch im Shop extra kaufen müsst. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Der Everyone ist gleichzeitig Teemaschine und Designobjekt und genau das Richtige für einen nicht kaffeetrinkenden Designmonk wie mich. Ich habe Spaß gehabt, das Ganze hier zu testen und mich durch die unterschiedlichen Tees durchzuschmecken. Aber ich kann sagen, dass es nicht unbedingt für jedermann etwas ist. Die Kapseln sind pro Tasse im Vergleich zu losen Tees oder Beuteln auch teurer. Lasst euch vom teuren Preis aber nicht abschrecken. Dieser wird durch die tolle Qualität wirklich bestätigt. Der Tee ist biozertifiziert, hat Fairtrade und RFA-Qualität. Das Letztere, das sagt mir persönlich jetzt nichts, aber Fairtrade kennt ihr sicherlich selbst. Das ist viel besser als bei Tees, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Und gerade bei Tees ist es auch so, dass die Belastung von Schadstoffen bei Nicht-Bio-Tees schon ziemlich hoch sein kann. Ich habe im Grunde auch nichts dagegen, etwas mehr zu bezahlen, wenn die Maschine da nicht schon so ein bisschen den Ball gedroppt hätte. Und mit dem Preis hätte ich mir schon eine hochwertigere Maschine gewünscht. Das Unboxing-Erlebnis, das war 1A. Die Materialqualität, da kann man noch ein bisschen dran schrauben. Dadurch, dass es hier ein patentiertes Kapselsystem ist, werden wir auch nicht so schnell Drittanbieterkapseln sehen, was auch ein bisschen schade ist. Was ich mir aber von Avery wünschen würde, sind Kapseln zum selber befüllen. Die Menge und Brühzeit können wir ja schon selbst am Gerät ändern und das würde die Interaktion noch mal spannender machen und uns die Teekultur auch etwas näher bringen, indem wir selbst herausfinden, was die perfekte Einstellung für unseren selbst gekauften Tee ist. Ansonsten ist es trotz Kritik ein Top-Gerät und für automatisierten Tee in immer perfekten Zustand kann ich ihn mir in meiner Büroroutine gar nicht mehr wegdenken. Wenn du an diesem Video also Spaß hattest, dann lass es mich in den Kommentaren gerne wissen. Willst du dir selbst so eine Teemaschine kaufen, dann findest du alle Links in der Beschreibung. Und wenn du komplett neu auf diesem Kanal bist, abonniere den Kanal. Hier findest du regelmäßig neue Videos rund um meine Interessen, in der Regel spannende, coole Produkte. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. I'm in the Billies, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ey, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly.
I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog.